Alle Lieben, schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Ich habe was für die fünfte Jahreszeit und zwar machen wir heute Kunderbunte Amerikaner. Dafür braucht ihr für ungefähr 12 Stück 120 Gramm weiche Butter, 110 Gramm Zucker, 2 Eier der Größe M, 250 Gramm Mehl, 3 Teelöffel Backpulver, ein Päckchen Vanillepuddingpulver und 90 Milliliter Milch. Dann für den Guss 250 Gramm Puderzucker, den Saft einer Bio-Zitrone, dann noch verschiedene Streusel, Schokolinsen oder Gummibären, je nachdem, wie ihr die Amerikaner gern verzieren wollt. Los geht's. Das geht ganz einfach. Die weiche Butter kommt jetzt in eine Schüssel und wird dort kurz aufgeschlagen. Und zwar so lange, bis die Butter richtig schön cremig wird. Wenn die Butter dann cremig ist, darf der Zucker dazu. Das Ganze wird so lange verrührt, bis beides miteinander verbunden ist. Jetzt dürfen auch die Eier mit hinein. Und zwar, ich mache das immer so, ich gebe ein Ei hinein, lasse es ungefähr 30 Sekunden verrühren und dann kommt das nächste dazu. Hier habe ich jetzt mein Mehl, da ist auch bereits das Puddingpulver mit drin und das Backpulver. Das kommt jetzt abwechselnd mit der Milch zum Teig dazu. Also ein paar Löffel Mehlgemisch und ein paar Tropfen Milch. Immer so im Abwechseln dazugeben. Dann alles schön verrühren und so sah dann mein Teig aus. Die Konsistenz des Teiges muss so zähflüssig sein. Also nicht zu fest und auch nicht zu flüssig, denn sonst habt ihr später ein Problem mit dem Aufspritzen. Den Teig füllen wir jetzt in einen Spritzbeutel. Ich mache das immer so, ich nehme ein hohes Gefäß, lege meinen Spritzbeutel hinein, stülpe ihn oben drüber und dann könnt ihr ihn wunderbar mit beiden Händen mit dem Teig befüllen. Also habt ihr beide Hände frei und dann geht es eigentlich ganz ohne Probleme. Ihr braucht auch keine Spritztülle, einfach vorne dann abschneiden, außer ihr habt einen Mehrzweck-Spritzbeutel, dann müsst ihr natürlich nichts abschneiden. Aber eine Tülle braucht ihr nicht. Jetzt geht's ans Spritzen. Und zwar, da braucht ihr ein Backblech, das legt ihr bitte mit Backpapier aus, den Ofen vorher vorheizen auf 170 Grad. Und dann werden jetzt so gute 5 cm große Häufchen gespritzt. Also mit 5 cm meine ich den Durchmesser. Ihr könnt es auch größer machen, ihr könnt es auch kleiner machen. Aber wenn sie dann gebacken sind, dann haben sie ungefähr so einen Durchmesser von 7 bis 8 cm. Also die gehen ziemlich auf. Und was noch wichtig ist, spritzt nicht zu viel auf ein Blech. Ich hatte hier jetzt nur 4 Stück. Im Nachhinein habe ich festgestellt, ja okay, es hätten 5 auch, wären auch drauf gegangen. Aber lasst ordentlich Platz dazwischen, denn die gehen wirklich noch gute 2-3 cm in die Breite. Jetzt habt ihr natürlich da oben so ein so eine Spitze, dann nehmt ihr einfach ein bisschen Wasser, macht eure Finger nass und streicht das Blatt. Und dann dürfen sie bei 170 Grad Ober- und Unterhitze für ungefähr 12 Minuten backen. Nach dem Backen sahen sie dann so aus. Perfekt, die haben so ein richtiges, schönes, ich sag jetzt mal Türmchen bekommen. Und unten richtig schön glatt, so wie es sein muss. Die lassen wir jetzt auskühlen. In der Zwischenzeit machen wir unseren Guss, der geht ganz einfach. Wichtig ist, den Puderzucker in eine Schüssel sieben. Hier habe ich jetzt meinen Zitronensaft, natürlich auspressen vorher. Und gebt nicht zu viel gleich hinein, lieber immer ein bisschen was verrühren. Und dann seht ihr schon, ob die Konsistenz passt. Achtet auch hier bitte darauf, dass der Guss nicht so flüssig wird. Denn wenn ihr den da drauf gibt, dann rutscht er euch sofort wieder runter. Und dann sieht das Ganze nicht schön aus. Also es darf auch schon so richtig, ja, nicht ganz so zähflüssig sein. Aber ihr seht es hier. So sollte es sein. Es war perfekt. Vielleicht sogar fast schon ein Tick zu zäh, aber ich wollte nicht, dass das Ganze mir runterläuft. Es hat auch wunderbar funktioniert und deswegen passt es. So, ich habe jetzt hier meine Streusel. Das ist jetzt unbezahlte Werbung. Die habe ich von Happy Springles. Da gibt es so viele tolle Streusel. Und das hier waren die Geburtstagsstreusel. Ich fand die aber für Fasching mit den Luftballons und mit diesen Pom-Pom-Poms so genial, dass ich die benutzt habe. Und hier hatte ich noch welche, da waren kleine Flamingos drin. Sowas von süß. Also wirklich, schaut doch mal rein. Da findet ihr bestimmt ganz, ganz tolle Streusel. Hier habe ich jetzt meinen ausgekühlten Amerikaner. Da gebe ich jetzt einen Esslöffel von dem Zuckerguss drauf. Verstreiche das Ganze vorsichtig. Also hier sieht man, es war vielleicht schon fast ein bisschen zu fest.
aber es hat wunderbar funktioniert. Ihr braucht auch gar nicht bis zum Rand, denn ein kleines bisschen läuft es euch noch auseinander. Und dann einfach mit den Streuseln verzieren. Was noch schön ausschaut, sind auch Schokolinsen. Das ist ja so Standard eigentlich. Ich hatte aber keine daheim. Ich hatte noch so viel von diesen Streuseln und ich wollte die einfach mal verarbeiten. Oder ihr könnt auch Gummibären draufgeben, Schokolinsen, was habe ich noch gesagt, auch alles Mögliche, was ihr einfach so daheim habt, einfach zum Verzieren nehmen. Ihr könnt auch Schokolade nehmen, also Schokolade schmelzen und statt Zuckerguss Schokolade draufgeben. Das ist übrigens eine Aufgabe, das Verzieren, was Kindern unheimlich Spaß macht. Also das ist perfekt, wenn man mit Kindern backen möchte. Ja, das machen wir jetzt mit den ganzen Amerikanern. Dauert natürlich ein bisschen, aber mein Gott, geht nicht immer alles flott. Ja, das lassen wir dann fest werden und dann sind ganz, ganz leckere und vor allem weiche und fluffige Amerikaner fertig. Und ich finde, die sind super geeignet für die Faschingszeit, weil sie eben so schön bunt sind. Egal ob groß oder klein, die werden jeden schmecken. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Bitte bleibt gesund, passt auf euch auf und bis demnächst. Tschüss!